Ja, servus, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Fiesole Buschkraft. Ihr seht, ich schaue heute ein bisschen abenteuerlich aus. Zum einen hier die Funzel auf dem Kopf, zum anderen hier schön in gefleckter Hose. Vielleicht mal zur Hose. Ich habe heute zwei Hosen an, weil ich bin hier in einem Gebiet unterwegs. Keine Ahnung, ich glaube, heute habe ich Zeckenzentrum schlechthin erwischt. Ich habe innerhalb einer Stunde 3 Zecken am Leib gehabt und habe dann sehr schnell beschlossen, dass ich mir heute mal diese Bundeswehrkluft rüberziehe als zusätzliche Hose. Warum schaue ich heute sonst ein bisschen abenteuerlich aus? Die Leute, die ja meine beiden YouTube-Kanäle, also Habanero 75 und auch diesen Kanal verfolgen, wissen ja, dass ich neben eben diesem Outdoor-Bushcraft-Thema auch Höhlen und T5er mache. Und beim Thema Höhlen sind wir dann auch schon beim Thema, weil ich bin heute ein bisschen, ja, ich sag mal, multi-expeditional unterwegs. Das heißt, ich habe zum einen heute vor, tatsächlich seit langem mal wieder einen Overnighter zu machen. Aber jetzt nicht mit dem kleinen Rucksack, ich habe den großen noch im Auto. Und zum anderen, ich habe ein paar Tipps bekommen für eventuell interessante Höhlen. Und da kommt schon eine. Ja, und diese Höhlen, die suche ich heute nämlich. Das sind ein paar ja nicht touristische Höhlen, sondern ein paar interessante Löcher. Da habe ich auch schon ein bisschen was gefunden. Und jetzt bin ich hier auf so einem Wanderweg. Das sind tatsächlich noch einige Höhlen mehr. Und da kommt jetzt was Größeres. Und die gucke ich mir bei Gelegenheit mal an. Und eben bei der Gelegenheit suche ich jetzt auch so nebenher einen Schlafplatz für heute Nacht. Also das ist ganz praktisch. Ja, hier geht es jetzt zu einer etwas größeren, also das ist ein etwas größeres Loch, wie es ausschaut. Müssen wir mal schauen, dass ich da raufstolper. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit in so eine schöne kleine Höhle. Beziehungsweise ich weiß jetzt nichts drüber. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Ich drehe euch jetzt mal um und dann nehme ich euch mal damit rein. Das ist das Ding. Okay, das ist wie so eine große Spalte, ein kleiner Vorraum. Okay, oh, schöne Kalkformationen. Das sieht ja aus, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen auf der Kamera sieht, wie so ein altes Riff. Oh, da wird es ein bisschen enger. Muss ich mal kurz einen Rucksack abnehmen. Schauen wir mal, ob wir uns da durchpressen können. Das sieht ja richtig vielversprechend aus. Okay. Alles klar, ich quetsche mich mal da durch. Oh, Kopf einziehen. Okay. Interessant. Sieht es hier aus? Kommt da noch was? Ich weiß gar nicht. Es geht noch ein paar Meter rein. Da ist eine kleine Spalte. Hier ist aber dann ist wohl Schluss. Schade. Oh, tolles Loch. Oh. Wer sie mag. Ich mag sie nicht. Uiuiui, hunderttausende von Stechfliegen. Nee, aber das war's dann hier. Aber es lohnt sich immer mal wieder in solche Löcher reinzuschauen. Ist relativ hoch. Ja, und da geht's dann auch schon wieder raus. Ich glaube, ich habe gerade ein Trainingscamp von Seven vs. Wild entdeckt. Ihr seht, Höhle plus angehauchter Shelter. Das ist ja fast so wie eine Fabio-Gedächtnisstätte. Schauen wir mal, ob er da noch liegt. Nein. Aber auch so einfach einen bloßen Felsblock. Ja, dahin könnte man sich reinlegen, da vorne ein Feuer machen. Also wer mal in Fabio nachahmen will von Seven vs. Wild. Ohne Schlafsack, ohne alles. Das wäre direkt ein guter Platz hier. Schönes Trainingscamp. Ja, ich bin am Ende angelangt von diesem Höhlensteig. Das ist jetzt die letzte hier. Nochmal wie so eine große Halle. Das ist idealerweise sogar eine Sitzbank davor. Und da haben wir jetzt vorgenommen, dass ich mir einen kleinen Kaffee mache. Ist auch schon vorbereitet. Sogar eine Lagerfeuerstelle, aber. Oh, ich muss der X-Ball mal wieder ranhalten. Ich mache mir jetzt einfach mal. Ja, das ist mein ganzer Nachmittagskaffee heute. Nicht allzu viel. Schönes Wäldchen. Ich bin mir jetzt bloß noch nicht so ganz sicher,
ob ich hier über Nacht bleiben will, weil es ist halt doch ein Wanderweg hier. Mir ist zwar noch keiner entgegengekommen, aber so direkt neben dem Wanderweg will ich mich auch nicht packen. Und jo, da mache ich mir jetzt einmal beim Kaffee noch einen Kopf, wie ich da jetzt weitermache, weil das Auto ist jetzt doch ein ganzes Stück weg. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendwann mal zurück, den großen Rucksack holen und spätestens dann eine Entscheidung treffen, wo ich dann schlafen will. So, es war jetzt mal ganz interessant. Ich habe ja heute den X-Boil und die kleine Bushbox Ultralight dabei. Ich habe jetzt gemerkt, den Wasserkessel auf dem X-Boil, das mag er nicht so richtig, weil der liegt halt komplett plan auf und da, ja, habe ich irgendwie gemerkt, da tut sich nicht so richtig viel, um das heiß zu machen. Da gewinnt jetzt mal ausnahmsweise sogar die kleine Bushbox, weil da liegt zwar der Wasserkessel auch direkt auf, aber es ist halt doch ein bisschen mehr Luft außenrum. Und ihr seht jetzt schon, wie die Flammen da rauszüngeln. Ja, da geht jetzt auch gleich die Post ab. Allerdings, der Punkt wird, was halt wieder beim X-Boil schöner ist, wenn da halt mal was draufsteht, ist auf alle Fälle stabiler. Weil mir ist ein paar Mal schon aufgefallen, dass die Bushbox manchmal ein bisschen kippelig ist durch diese Dreiecksform. Aber die funktioniert wunderbar mit dem Kocher vom X-Boil. Das ist richtig cool. Also von daher ist es mal ganz interessant, so die zwei auch im Vergleich zu sehen, weil ich nutze die unheimlich gerne. Also X-Boil hat seine Vorzüge, Bushbox hat ihre Vorzüge. Richtig cool. Gut, ich werde mal weiterlaufen und mal schauen, ob ich da noch die eine oder andere schöne Höhle entdecke und vor allem auch irgendwo einen passenden Schlafplatz. Ja, ich habe jetzt meine Location gewechselt. Bin jetzt hier auf so eine Art, ja, Hügelkette draufgegangen. Unter mir ist auch noch mal eine Höhle. Ja, ihr seht hier schon eine große Neuerung. Es ist eine Hängematte am Start und zwar eine neue. Ich habe schon mal in einem von den letzten Videos erzählt, dass meine Amazonas ja mir immer schon ein bisschen zu klein war von der Länge her mit den 2,75. Ich bin jetzt durch einen heißen Tipp vom Dennis, an der Stelle mal Grüße an dich von seinem Kanal. Der hat mir die Marke OneWind empfohlen und ich habe mir da jetzt tatsächlich ein ganzes Set von OneWind geholt, bestehend aus der Hängematte, einem Underkilt und dem Tarp. Das ist extra alles so aufeinander abgestimmt. Ich habe da jetzt schon eine Nacht mal drin verbracht und muss sagen, für die erste Nacht hat sich das schon mal richtig gut angefühlt. Ich muss noch ein bisschen mit den Einstellungen spielen, aber habe mich da schon recht gut wohl gefühlt. Das Tarp habe ich jetzt natürlich noch nicht ausgeklappt, das geht dann wunderbar schnell. Und was noch dazu gehört, das ist hier in diesem kleinen Säckchen drin, ist auch ein Moskitonetz noch am Start. Aber dadurch, dass es jetzt momentan ein bisschen windig ist, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt vernünftig, und jetzt kaum Mücken da sind, lasse ich erstmal das Moskitonetz weg. Und freue mich schon, ja, wie die zweite Nacht jetzt da drin ist. Von den Maßen her, die ist jetzt natürlich ein ganzes Stück länger. Das ist jetzt eine Hängematte mit 3,35 Meter x 1,70 Meter, glaube ich. Also die ist auch relativ breit mit den 1,70 Meter. Und die gibt es sogar noch mal länger. Es gibt es ja auch mit 3,65 Meter, aber die ist dann irgendwo ein bisschen too much. Weil ich musste jetzt natürlich ein bisschen Abstriche machen in Sachen, ja, Packmaß natürlich. Das ist alles etwas größer und auch vom Gewicht her ein bisschen mehr. Aber mir ist halt auch der Komfort beim Schlafen auch ein bisschen wichtig. Und ich glaube, das ist noch ein ganz guter Kompromiss. Und ja, jetzt freue ich mich erst einmal auf was zu essen. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin beim Zuschauen. Jo Leute, so sieht mein Essen heute aus. Ich habe mich mal wieder entschieden, mir so ein, ja, selber gemachtes EPA-Paket zusammenzustellen. Einfach aus dem Grund, ich habe im Sommer, wenn es jetzt dann richtig warm wird, nicht immer die große Lust, mir was Frisches draußen im Wald zu kochen. Zumal wie heute, wo ich ein bisschen Strecke machen wollte, ich auch nicht immer die Lust habe, dann was Frisches mitzuschleppen. Von daher, ich habe mir so ein EPA habe ich schon mal dabei gehabt. Ich habe das heute mal ein bisschen anders variiert. Und zeige ich euch mal ganz kurz. Ich habe hier eine Suppe noch, die wäre eigentlich für Mittag geplant gewesen, habe ich jetzt aber gar nicht gebraucht. Ich habe mir jetzt fürs Abendessen, kennt glaube ich jeder, ist ja auch im Bundeswehr-EPA mit drinnen. Heute gibt es mal ein lecker Hacksteak. Das ist eigentlich recht lecker. Morgen früh habe ich mich dann entschieden, da gibt es dann so ein kleines Porridge. Das ist eigentlich auch gar nicht einmal so schlecht. Und zusätzlich, das ist jetzt neu, ich habe mir hier so ein Volleipulver gekauft. Das ist jetzt eine Menge, ich glaube irgendwo zwischen 40 und 50 Gramm sollten ungefähr so 4 Eier entsprechen. Ich habe das letzte Mal probiert mit 60 Gramm, wären umgerechnet 5 Eier, das war mir fast ein bisschen viel. Ich habe es jetzt ein wenig reduziert und da will ich mir dann morgen früh mal so ein kleines, ja, so eine Art Rührei dann zusammen generieren. Je nachdem, wie viel Hunger das ich dann noch habe, hier habe ich noch ein bisschen Tee, habe ich hier auch ein bisschen Brot dabei und auch eine gute Leberwurst.
Und wenn es mal was zum Snacken noch geben soll, da sind noch ein paar, ja, so Nussfruchtmix mit drinnen. Zusätzlich, ja, hier habe ich auch noch mal ein bisschen Kaffeepulver mit drinnen. Dann Brennstoff, da habe ich noch Esbit. Da bin ich ganz froh, dass ich den mit drinnen habe. Ich habe nicht bei meiner letzten Tour vergessen, Spiritus einzupacken. Jetzt hatte ich gar keinen. Ich hatte zwar einen X-Ball dabei, aber null Spiritus. Und dann hat es auch ganz gut mit dem Esbit mal funktioniert. Sieht man, glaube ich, an dem Deckel ganz gut. Da habe ich einen Esbit abgebrannt. Hat aber wunderbar funktioniert. Deshalb habe ich mir hier noch eine kleine Spiritusflasche mit eingepackt. Also das ist dann alles an Bord. Und ja, das Hacksteak, das werde ich mir jetzt zubereiten. Da freue ich mich schon drauf. Es ist unheimlich windig. Ich bin mal gespannt, ob die Aufnahmen eigentlich vom Ton in Ordnung sind. Weil bei so viel Wind hatte ich jetzt mit dem neuen Funkmikro auch noch nicht aufgenommen. Bin ich gespannt. Das zweite wird der Wind mit der Hängematte. Puh, keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Ja, also das funktioniert jetzt wieder hier so eine Aluschale auf dem X-Boil. Das funktioniert ganz gut. Da kommt die Flamme ganz gut durch. Gib mal ein bisschen Wasser noch dazu. Oh, das wird schon kräftig heiß. Und dann kann das vor sich hin köcheln. Ja, heute wird mal ganz schnell gekocht. Muss auch nicht immer draußen Deluxe sein. Brüsterchen. Das Festmahl ist fertig. Schauen wir mal, ob wir das unfallfrei auch hinkriegen. Das Wetter ist heute echt seltsam. Jetzt kommt wieder die Sonne raus. Der Wind ist komplett weg. Aber es kommt immer mal wieder so in Schwünge, kommen die neue Windböe rein. Es ist nicht immer vorteilhaft, wenn man direkt oben auf so einem Gipfel drauf sitzt. Ich bin echt neugierig auf heute Nacht, wie sich das anfühlen wird. So, es ist Zeit, dass wir mal das Tarp aufspannen. Das Schöne hier, dieses Tarp-Sleeve, das muss man sich allerdings extra dazu kaufen. Da ist halt das Tarp, ihr habt es jetzt gesehen, relativ schnell ausgepackt. Und genauso schnell kann man es dann auch wieder zusammenpacken. Das ist der eine Flügel. Und mal den anderen noch. Diese orangen Abspannschnüre, die habe ich alle schon dran montiert. Das sind 4 Stück. Ja, die spanne ich mir jetzt ab und dann ist die ganze Geschichte eigentlich schon so gut wie fertig. So, das war eine Seite. Zweite. Ah, bloß kein Fels. Glück gehabt, ist ein bisschen steiniger Untergrund heute. So, und wer sich jetzt wundert, was diese Ecken hier, diese Losen, zu bedeuten haben. Das ist eigentlich auch eine ganz coole, durchdachte Sache, weil dieses Tarp hat nämlich Türen. Und die Türen kann man entweder verschließen. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Indem man das jeweils hier in die Ecken mit einspannt. Das gleiche mit der anderen Seite. Kommen wir hier in die Schlaufe rein. Und dann hat man nämlich einen richtig geilen Wetterschutz dann, wo man es drunter eigentlich dann recht gemütlich hat. Ich will es aber mal probieren heute Nacht wieder, dass ich die Flügel offen lasse. Das ist eigentlich eher so, wenn es mal richtig eklig wird, das Wetter. Mach mal wieder auf. So, und dann hat man die Möglichkeit, alternativ diesen Flügel hochzuklappen. Da oben sind auch noch mal Schlaufen. In die hier einzuhängen. Das gleiche auf der anderen Seite. Ja, ich muss jetzt mal noch abwarten, was der Wind macht, das Wetter macht. Wenn es dann doch windiger wird, glaube ich, mache ich es zu. Muss ich mal sehen, wie es sich ergibt. Aber ich finde es super praktisch mit dem Tarp.
dass das mit diesen Türen, das ist also, man merkt schon im Gesamtpaket, da haben die sich von OneVenture wirklich was dabei gedacht. Gefällt mir so, jetzt das zweite Mal, dass ich das aufbaue, richtig gut. Habe bis jetzt noch nichts richtig Negatives gefunden. Es wirkt durchdacht. Es wirkt auch von der Verarbeitung her recht gut, also ist alles in Ordnung. Ich bin jetzt bloß mal eben gespannt, so eine windige Nacht hatte ich jetzt noch nicht, wie es sich da verhält. Ich habe ja noch eine kleine Neuerung, die habe ich gar nicht vorgestellt. Und zwar gab es beim Lidl, nicht lachen, vor gut zwei Wochen so eine, ja, wieder so eine Campingaktion. Die haben die unter anderem auch Schlafsäcke angeboten. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mir da einfach mal aus Spaß an mit, weil dieser Schlafsack, der hat jetzt, glaube ich, gekostet 17, 18 Euro, also nicht wirklich die Welt. Und laut den Angaben soll der eine Komforttemperatur haben von minus 0,5 Grad. Also Komforttemperatur, die Limit liegt bei minus 6,5, ja, und die Extrem bei minus 24. Aber ich finde, minus 0,5 Grad, das wäre ein ziemlicher Hammer. Das ganze Ding ist fast ein bisschen leichter wie der Defense 4, der wiegt so 1,75 Kilo. Ja gut, ist ein ganzes Stück enger, ich war schon drinnen gelegen, so richtig mit Arme, bequem ist es nicht mehr, aber es geht schon noch. Ich habe allerdings vor, das habe ich beim letzten Mal schon ausprobiert, dass ich den nicht als Schlafsack nutze, sondern wie so ein Topkilt. Das heißt, ich mache mir eigentlich bloß unten an den Füßen ein bisschen den Reißverschluss zusammen und lege mir den dann so als Decke in den Schlafsack mit rein. Beim letzten Mal, da hat man Nachttemperaturen, ich glaube, 13, 14, 15 Grad. Da war er also richtig bombig warm, man habe jetzt nichts anderes erwartet. Heute Nacht, glaube ich, geht es mal runter, vielleicht 11, 12 Grad. Mal sehen, ich habe heute einen Sensor dabei, sollte auch keine Probleme machen. Aber ich habe mir gedacht, wenn der nur annähernd, also minus 0,5 Grad, selbst wenn der, ich mache jetzt mal 5, 6 Grad hätte, wo man sich wohlfühlt, dann ist das mein Ding, weil dann sage ich, ihr kennt mir die Problematik mit dem Defense 4, was ich habe, dann nutze ich erstmal den und für 17 Euro, ich beschwere mich dann nicht. Und wenn er dann ja nichts ist, hat man nicht allzu viel kaputt gemacht, aber ich finde, ab und an lohnt sich mal, sowas einfach auszuprobieren. Bin gespannt auf das Teil. Ja, Freunde, es ist jetzt kurz vor 9. Die Sonne, die verschwindet jetzt so langsam hinter dem Horizont. Und man merkt jetzt wieder, es ist jetzt wieder so diese schöne Zeit. Es kommt alles zur Ruhe. Jetzt hört man noch ein bisschen so die Tierchen. Der Wind, naja, ist so lala. Ich war vorhin jetzt mal eine Weile in der Hängematte gelegen, habe ich gemerkt gehabt, ja, es zieht ein bisschen. Ich habe jetzt eine Seite, die Fußseite, tatsächlich mal die zwei Türen zugemacht. Das wurde dann auch tatsächlich gleich besser. Das Moskitonetz habe ich jetzt auch mal noch ausgepackt, weil tatsächlich doch wieder die Fliegen gekommen sind. Und ja, ich musste jetzt noch mal kurz nachjustieren an der Hängematte. Bin mal gespannt jetzt, wie es ist mit Verhältnis von Kopfteil zu Fußteil. Ja, ich werde mich jetzt noch umziehen und ja, langsam mal Bett fertig machen und genieße ansonsten noch den Sonnenuntergang. Und wenn dann alles gut läuft und die Nacht gut verbracht ist, dann denke ich, sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch erstmal eine gute Nacht. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben alle herkurz früh und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, da ist schon wieder kräftig einer am Arbeiten. Es ist hier am Fuß von dem Berg, ist ein kleines Dorf und ich denke, da hat jetzt einer ein bisschen Motorarbeiten zu verrichten, egal. Wie war die Nacht? Ja, ich sag mal, ein bisschen durchwachsen. Ich konnte gut was dazulernen, einmal mehr. Und zwar, ich habe gestern schon mal angesprochen, der Wind, der war dann in der Nacht tatsächlich ein kleines Problem, weil der hat nochmal etwas an Fahrt zugenommen. Es ist halt blöd, ich habe schon mal hier einen dummen Standpunkt ausgewählt, weil wenn es windig ist, sich auf den Berg drauf zu packen, keine gute Idee. Aber wie es halt immer so ist, wie ich hierher kam, war der Wind noch nicht allzu relevant. Dachte, es ist in Ordnung und da hat er es dann aufgenommen, wie ich hier alles schon aufgebaut gehabt habe. Jetzt war es natürlich so, wie ich dann nachts in der Hängematte drin war, habe ich gemerkt, irgendwie, es zieht von allen Seiten wie Hechtsuppe rein. Also ich war ja im Schlafsack drin, so als Topkilt und trotz Underkilt, ich habe richtig gemerkt, dass der Wind unter das Tarp reinzieht, irgendwie in die Seite und dann innen rein. Und es ist dann auf Dauer, war das ein bisschen eklig, ich habe dir auf die Uhr geschaut, es war noch nicht allzu spät. Was bleibt übrig? Raus und dann Nachtaktion mit Taschenlampe gestartet und habe dann versucht, das ganze Tarp tiefer abzuspannen. Da bin ich jetzt heilfroh, das hat einmal mehr gezeigt, jetzt, dass dieses One-Wind-Tarp, was ja auf diese Hängematte abgestimmt ist, richtig gut durchdacht ist. Weil es hat eigentlich kein großes Problem gemacht, hier oben diese Ridgeline anzulösen, das Ganze ein bisschen runter zu rutschen auf beiden Seiten. Und hier die Ecken, das sind da so Schnurspanner mit drin, ich musste nur ein bisschen nachspannen. Und da war das Tarp jetzt eine ganze Ecke tiefer. Ich habe dann zusätzlich dann doch die vier Flügel, die Türen, dann geschlossen und siehe da,
auf einmal war das mit dem Wind dann schon deutlich, deutlich besser. Hat dann zwar ein bisschen Zeltcharakter gehabt, das Ganze, weil es halt richtig geschlossen war. Aber eben, wenn es dann mal windig war, ich bin dann gut durch die Nacht gekommen. Vom Komfort her, ich merke jetzt auf alle Fälle auch die Größe von der Hängematte, also mit diesen 335x170, das ist schon eine ganz andere Nummer wie die Amazonas, die ich zu Hause habe. Also da schlafe ich doch noch eine ganze Ecke anders. Und ja, ich muss jetzt noch ein bisschen mit den Einstellungen spielen, dass das alles noch ein bisschen optimiert wird, dass ich wirklich schön gerade drin liege, aber das war jetzt schon ganz okay. Ihr seht jetzt im Hintergrund, ich habe jetzt auch das Moskitonetz mal draußen. Man muss das ja ein bisschen so hochstürmen, dann unten reinkrabbeln, kann das dann auch noch mal mit so einem Kordelverschluss unten ein bisschen schließen und hatte jetzt auch mit den Stechviechern überhaupt keine Probleme, hat alles gut funktioniert. Und ja, jetzt freue ich mich erstmal auf ein lecker Frühstück. So, das ist also dieses schöne Vollei-Pulver. Da will ich mir jetzt versuchen, mal ein Rührei draus zu machen. Auf diese Menge, ich habe es mal grob ausgeschöpft, hoffentlich entsprechend viel Wasser oder entsprechend wenig. Und jetzt ist es ganz gut, wenn man hier einen kleinen Schneebesen hat. Jetzt muss man halt die ganze Soße hier verrühren, bis sich dieses Eipulver ja möglichst gut auflöst. Ganz klumpenfrei bekommt man es nicht, habe ich beim letzten Mal gemerkt, aber hat vom Geschmack her ja überhaupt kein Problem gemacht. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen glatt rühren und dann setzen wir die ganze Geschichte aufs Feuer. Schön glatt gerührt haben wir es. Jetzt müssen wir das Ganze halt schön zum Stocken bringen. Ein bisschen würzen, das ist eigentlich beim Vollei-Pulver ganz wichtig, dass man recht gut würzt. Ich habe gemerkt, es schmeckt ein bisschen anders wie frisch, aber mit gut Salz und Pfeffer schmeckt es sogar recht gut. Aber es fängt sogar schon das Kochen an. Da muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Ein bisschen Pfeffer rein. Jetzt mal zu heißes von der Flamme nehmen. Jetzt fängt es aber schönes Stocken an. Es hängt eben davon ein bisschen ab, wie der Wasseranteil drinnen ist. Zu viel darf es auf keinen Fall sein. Weil sonst wird es ganz schwierig, wenn erstmal das Wasser verdunsten oder verkochen muss. Aber jetzt fast ein bisschen viel Hitze drauf. Ja, jetzt gefällt mir die Sache schon ganz gut. Wir bekommen sowas wie Konsistenz. Und so sieht die Geschichte dann eigentlich zumindest halbwegs wie ein Rührei aus. Fällt mir ein, es schmeckt ein bisschen intensiver, wie man Ei kennt. Aber das ist halt durch dieses, ich glaube, das hat nur mit Eigelb mal dieses Pulver gemacht. Ja, und das schmeckt man so ein bisschen raus, aber ist völlig okay. Das ist ein schönes warmes Frühstück. Frischer Schinken wir jetzt noch ganz gut. Aber völlig okay. Ja, während mein Wasser jetzt am Kochen ist, baue ich jetzt doch zumindest das Tarp derweil ab. Meine 4 Heringe einsammeln. Jo. Dann schauen wir mal, ob das wieder so schön funktioniert. Schnüre mit rein. Das ist halt jetzt wirklich das Coole dran. Ich kann die ganze Schnüre, ich kann alles so dran lassen, wie es ist. Braucht da gar nicht viel rummachen. Immer bloß hier ein bisschen zusammenraffen. Kurz ein wenig stopfen. Jetzt, der Schluss wird immer ein bisschen unangenehm, aber es geht. Jetzt hier noch die Enden. Ist ein bisschen zurechtgestopft. Die Karabiner noch mit rein. Und dann haben wir es schon so gut wie. Gut, das war die eine Seite. Jetzt mache ich es so. Ich nehme das immer um die Schulter. Und dann haben wir auch keine Sauerei. Und das ist das ganze Tarp. Das kann man jetzt dann wunderbar schön in den Rucksack mit rein verpacken. Schöne, schnelle Geschichte. Das ist eins der Dinge, was mir richtig gut gefällt. Aber wie ich schon gesagt habe, diese Tarpsleeve, also diese Socke, die muss man sich da extra dazu kaufen, aber lohnt sich auf jeden Fall, weil ich finde es wunderbar.
so schnell aufgebaut, schnell zusammengepackt. Da habe ich noch einen Schlafsack drinnen. Das räume ich jetzt dann alles auf und dann war es das. Ja, Freunde, Frühstück ist verputzt. Der große Grüne ist auch wieder gepackt. Ist alles wieder sauber gemacht soweit. Jetzt ist der Wind ganz weg. Das ist ganz toll. Jetzt, wo ich gehe, ist der Wind komplett weg. Super. Dafür kommt jetzt aber die Sonne raus. Ja, ich werde mich jetzt wieder von dem Hang hier runterschmeißen, Richtung Auto runter und dann ja, geht es langsam Richtung Heimat. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen gefallen. Es war heute ein etwas minimalistischer, so vom Essen alles. Ich habe heute den Schwerpunkt ein bisschen mehr auf die Hängematte gemacht, auf diesen Hängematten-Overnighter, den ich jetzt im Sommer garantiert wieder öfters genieße. Wie dem auch sei, ich würde mich freuen über einen dicken Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, wie immer, Freesolo Buschkraft den Kanal abonnieren. Dann seid auch bei meinem nächsten, vielleicht Hängematten-Abenteuer wieder mit dabei. Bis dahin, eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.